Ja, hallo zum Watch Kit Hello World Tutorial. Ich werde jetzt mal ganz kurz und schnell eine einfache App schreiben mit einer Watch Kit Extension. Dazu erzeuge ich im Xcode ein Projekt, ein ganz normales iOS Application Projekt. Ich nehme eine Single View Application, nenne das Projekt mal Wetter. So, speichern wir das ab. Ja, als nächstes füge ich ein neues Target hinzu, hier unten mit dem Plus. Und da sehe ich auch schon bei iOS, vielleicht auch noch ganz wichtig, man braucht dann Xcode 6.2 oder die 6.3 Beta. Ich habe hier die 6.3 Beta. Dann finde ich hier unter iOS Apple Watch und da wähle ich jetzt die WatchKit App aus. Hier kann ich alles lassen, bis auf diesen Haken hier, den nehme ich raus bei Include Notifications ziehen und klicke auf Finish. Ja. Jetzt kann ich das Ganze schon mal ausprobieren und starten. Ich wechsle in einen Simulator. Ich sehe jetzt hier aber keine Watch. Damit wir die sehen, gehe ich auf Hardware, External Display und wähle jetzt mal die 38 mm Watch aus. Die steht mal besser. Ich habe ein schlankes Handgelenk. So, und da ist sie. Gut, da passiert aber noch nichts. Setzen wir vielleicht mal einen Knopf rein, ganz einfach einen Button. Als nächstes wechsle ich ins Storyboard, allerdings nicht ins Storyboard von der App, das wir hier haben, sondern bei da unten Wetter WatchKit App Storyboard. Ja, und das sieht schon viel mehr aus wie eine Uhr. Hier rechts haben wir eine eingeschränkte Palette von Widgets. Für die Uhr stehen nicht ganz so viele zur Verfügung wie fürs iPhone. Und hier finden wir auch einen Button, den ziehe ich rüber. Doppelklick, ich verändere das Label, benenne das in Go um. So, starte dann einen Assistant Editor. Und rechtsklick ziehen hier rein in die Klasse, um eine Action anzulegen. Also ich verändere die Connection in Action und gebe hier auch mal als Name Go an. Klick auf Connect und habe hier eine Methode, die ich ausprogrammieren kann, die aufgerufen wird, um sobald jemand auf Go klickt. Und da gebe ich einfach den Text Go aus. Ja, soweit. Ganz gut. Jetzt testen wir das. Ich klicke hier oben auf Start, wechsle in den Emulator oder Simulator. So. Und bekomme doch mit ein bisschen Verzögerung, mit ein bisschen Warten wird alles gut. Hier ist die Uhr mit dem Knopf. Ich klicke mal drauf. Hier unten erscheint Go nochmal. Wunderbar. Ich hoffe, das kurze Video hat ein bisschen Lust gemacht, selber was mit dem WatchKit auszuprobieren. Ich bedanke mich. Bis dann. Tschüss.